Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur aktuellen Ausgabe Mitte Juli hier Ihres Regionalmagazins bei Muldental TV. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Das sind die Themen dieser Sendung. Wir zeigen Ihnen Bilder von einer Ladenschließung in Dürrweitschen. Wir haben eine Ausstellung für Sie in der Georgenkapelle. Und beim Sport geht es diesmal um das Kunstradfahren in Nerschau. Damit Zeit für die Nachrichten. Herzlich willkommen zu den Nachrichten, hier die Meldungen. Investition in Zentrallabor. Die Muldental-Kliniken investieren in ein gemeinsames Zentrallabor. Rund 280.000 Untersuchungen werden jährlich in den beiden Laboren der Muldental-Kliniken an den Standorten in Grimma und Wurzen vorgenommen. Damit man auch in Zukunft schnelle und zuverlässige Ergebnisse für die medizinische Versorgung der Patienten zur Verfügung stellen kann, investieren die Kliniken jetzt in den Ausbau eines Zentrallabors am Standort Grimma. Bestehen bleiben soll ein Labor in Wurzen, das weiterhin 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, schnelle Ergebnisse für die Notfallparameter wie ein kleines Blutbild liefern kann. Wir wollen möglichst viele Leistungen innerhalb der Unternehmensgruppe Muldental Kliniken abbilden und uns somit als kommunaler Grund- und Regelversorger für den Landkreis Leipzig gemäß dem Motto »Wir sind ein Haus« zukunftssicher aufstellen, sagte Mike Schuffenhauer, Geschäftsführer der Muldental Kliniken. Aufgrund einer vorhandenen großen Fläche in Grimma sind die baulich-technischen Voraussetzungen am Standort optimal. Im Juli 2023 soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Krankentransportflotte wird erneuert. Der Landkreis Leipzig will für mehr Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten sorgen. Seit dem 11. Juli nehmen 12 neue Krankentransportwagen ihren Dienst im Landkreis Leipzig auf. Sie ersetzen die Fahrzeuge, die nach 6-jähriger Nutzungsdauer ausgetauscht werden. Dafür investierte der Landkreis Leipzig über 1,1 Millionen Euro. Refinanziert werden die Fahrzeuge durch die Sozialleistungsträger mit jährlich rund 176.000 Euro als Teil der Entgelte des Rettungsdienstes. Bei der Ausstattung wurde besonderer Wert auf den Gesundheitsschutz der Beschäftigten gelegt. So wurden beispielsweise die Tragstühle mit elektrischen Treppensteigern ergänzt. Die Stehhöhe im Patientenraum der Fahrzeuge liegt bei 1,93 Meter. Im Heckbereich erhöhen zusätzliche Sicherheitsleuchten und eine spezielle reflektierende Beklebung die Sicherheit im Straßenverkehr. In Amelsheim müssen Autofahrer aktuell mehr Zeit einplanen. Seit dem 4. Juli ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Aktuell wird die Fahrbahn am Bahnübergang saniert. Die Vollsperrung dauert bis zum 5. August an. Ab 18. Juli wird ebenso der Kreuzungsbereich in Richtung Polens, Altenhain, voll gesperrt, der momentan noch durch eine Ampelregelung passierbar ist. Auch hier wird die Fahrbahn bis zum 5. August erneuert. Wassersparen ist angesagt. So gibt es ab sofort eine Beschränkung von Wasserentnahmen im Landkreis Leipzig. Dafür wurde eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Somit gilt im Landkreis wegen anhaltender Trockenheit für den Eigentümer- und Anliegergebrauch ab sofort ein Wasserentnahmeverbot für oberirdische Gewässer zum Schutz von Pflanzen und Tieren. Das bedeutet, dass kein Wasser zur Bewässerung mehr aus Seen, Flüssen und Gräben mittels Pumpen ohne wasserrechtliche Erlaubnis entnommen werden darf. Die Entnahmebeschränkung gilt ab sofort und bis zum 31. Oktober 2022 oder bis auf Widerruf für das gesamte Kreisgebiet. Durch die Trockenheit der vergangenen Wochen liegen die Wasserstände im mittleren Niedrigwasserbereich und darunter. Einige Bäche sind bereits trocken. So führt die Parthe bei Lindhardt kein Wasser mehr. Wer aus Flüssen, Bächen, Seen oder Teichen Wasser entnimmt, dem drohen hohe Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro. Sommerferien beginnen am Wochenende. Dafür stehen in Grimma 70 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bereit. Vom 18. Juli bis 26. August haben sich die Kinder- und Jugendhäuser sowie weitere kulturelle Einrichtungen eine Menge einfallen lassen. Die Stadt Grimma fasste die Vielzahl der Angebote in einem Programmheft zusammen. Das Heft gibt es in den Bürgerbüros, in der Touristinformation, in den Horten, Kitas und Bibliotheken. Mehr gibt's auch im Netz unter www.grimma.de/Sommerferien 2022. Grimma. Entlang der Mulde grünt und blüht es.
Für manche mag es wie Unkraut wirken, für die Tierwelt sind diese natürlich entstandenen Blühwiesen jedoch überlebenswichtig. Die wilde Möhre zum Beispiel ist Brutpflanze für den Schwalbenschwanz, der auf der roten Liste der bedrohten Tiere steht. Muldentalbad gut in die Saison gestartet. Das Muldentalbad Kleinboden zählte im Juni bereits 5.540 Gäste. Ebenso wurden bereits fast 50 Schwimmstunden erteilt. Veronika Langefeld und ihr Team im Muldentalbad Kleinboden blicken erfreut auf die Juni-Statistik. Das sei ein sehr guter Start in die Saison, so die Veolia-Mitarbeiterin. Natürlich spielte auch das Wetter eine große Rolle. Erfreulich findet Veronika Langefeld auch, dass im Juni bereits 32 Kinder ihre Schwimmstufe abgelegt haben. 48 Schwimmstunden, fast doppelt so viele wie in der Saison 2021, wurden durch das Veolia-Team im Bad im Juni erteilt, sodass die Jüngsten im Idealfall noch vor Ferienbeginn ihr Seepferdchen in der Tasche haben. Ausbildungs- und Studienmesse Grimma im November. Jetzt anmelden. Am 12. November 2022 findet in der Muldentalhalle Grimma wieder eine Ausbildungs- und Studienmesse statt. Noch bis zum 31. August können sich jetzt die Aussteller anmelden. Dafür wünschen sich die Veranstalter, die Stadt Grimma und das Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. einen vielfältigen Branchenmix. Es haben sich bereits über 50 verschiedene Firmen angemeldet. Auf Wunsch vieler Betriebe und Ausbildungsplatzsuchenden findet die Berufsorientierungsmesse bereits im Herbst statt. Uns ist es wichtig, die interessierten Schulabgänger und Abgängerinnen zum richtigen Zeitpunkt abzuholen und ihnen rechtzeitig eine Möglichkeit zu geben, sich über ihre berufliche Zukunft in der Region zu informieren, so Christian Kamprad. Unter www.bsw-muldental.de gibt es noch bis zum 31. August 2022 das Anmeldeformular. Kompost- und Energieanlage in Betrieb genommen. Der Entsorgungsstandort Gröbern hat eine hochmoderne Kompost- und Energieanlage in Betrieb genommen. Nach 2 Jahren Bauzeit war es soweit. Die Kompost- und Energieanlage am Entsorgungsstandort Gröbern ist fertiggestellt und liefert ab Herbst hochwertigen Kompost und regenerative Energien. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt von ZAW und WEV und ist ein wichtiger Baustein in der nachhaltigen Entwicklung der regionalen Abfallwirtschaft. So sollen jährlich bis zu 42.000 Tonnen Bioabfälle aus der Stadt Leipzig und dem Landkreis Leipzig verwertet und in Kompost und Biogas umgewandelt werden. Heiko Rosenthal, Vorsitzender des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Westsachsen, ist stolz auf das Projekt und freut sich, dass der Verband mit dieser innovativen Anlage aktiv zum Klimaschutz beitragen kann. Damit kommen wir zum Wetter, meine Damen und Herren, für die nächsten Tage. Der heiße Sommer hat kurz eine Bremse eingelegt und so geht es auch die nächsten Tage weiter. Der Mittwoch bleibt sonnig bis bewölkt mit maximal 28 Grad am Tage und 14 Grad in der Nacht. Am Donnerstag und Freitag gibt es weniger Sonne mit jeweils maximal 22 und 21 Grad am Tage. Das Wochenende bringt wieder etwas mehr Sonne mit leichter Bewölkung mit 22 Grad am Samstag und 27 Grad am Sonntag. Die Nächte bleiben bei um die 15 Grad. Der Start in die nächste Woche beginnt wieder wärmer mit bis zu 28 Grad am Tage und leichter Bewölkung. Regen soll bis nächste Woche allerdings ausbleiben. Für Teile von Deutschland wird bereits für Mitte der nächsten Woche eine neue Hitzewelle von bis zu 40 Grad vorhergesagt. Zumindest freuen sich darüber alle Ferienkinder. Am Samstag, dem 16. Juli, herrscht wieder buntes Markttreiben beim Frischemarkt in Grimma. Von 8 bis 12 Uhr bieten zahlreiche Bauern, Direktvermarkter und Händler Lebensmittel und Produkte aus der Region auf dem Markt an. Unsere Kunden fragen uns immer wieder, wie lässt sich das Sehen mit Gleitsichtbrille nochmal verbessern? Wir zeigen es ihnen gerne. Unser Partner Rodenstock hat erkannt, dass man Menschen individuell betrachten muss, wenn man schärfstes Sehen ermöglichen will. Weil jedes Auge einzigartig ist. Herkömmliche Gleitsichtgläser basieren aber auf einem Standardaugenmodell, das nur auf 2% aller Augen weltweit zutrifft. Deshalb bekommen Sie bei uns keine Standardlösung, sondern eine Gleitsichtbrille, die präzise zu Ihren Augen passt.
Möglich wird das durch biometrisch exakte Gleitsichtgläser, Big Exakt von Rodenstock. Und durch unsere Expertenberatung. Sie fragen sich, was es für schärfstes Sehen braucht? Wir haben die Antwort. Höchste biometrische Präzision. Wir betrachten Ihre Augen individuell und erfassen alle biometrischen Schlüsselparameter. Wie die Augenlänge, die Brechkraft der Hornhaut, die Vorderkammertiefe, Pupillengröße sowie die Position und Form der Linse. So entsteht ein exaktes biometrisches Augenmodell. Die Daten fließen direkt in die Brillenglasproduktion ein. Und die Gläser werden so berechnet, dass sie auf den Mikrometer genau ihrem biometrischen Augenprofil entsprechen. Das Ergebnis? Big Exakt. Mit unserem Know-how für biometrisches Sehen und Big Exakt können auch Sie schärfste Sicht bei jedem Blick genießen. Aus jedem Winkel, in jeder Entfernung und bei allen Lichtbedingungen. Fragen Sie uns nach Big Exakt. Für unsere technische Ausstattung und unser Know-how auf höchstem Niveau wurden wir von Rodenstock als Experte für biometrische Gleitsichtgläser ausgezeichnet. Besuchen Sie uns in unserem Geschäft und genießen Sie unsere Expertenberatung. Wir beantworten alle Ihre Fragen in angenehmer Atmosphäre. Machen Sie jetzt einen Termin. Wir freuen uns auf Sie. Briefmarken kaufen und Pakete verschicken, das können Sie ganz einfach in der Postfiliale bei Muldental TV in der Langenstraße 3 in Grimma. Eine gute Versorgung mit Supermärkten im ländlichen Raum ist ja nicht so einfach. In Dürweitschen schließt jetzt wieder ein Laden. Wir haben das Ganze mal von allen Seiten beleuchtet. Könnte er sprechen, er würde sie erzählen, die Geschichten dieses Ortes. Der Einkaufsmarkt im Zentrum des Grimmer Ortsteils Dürweitschen ist der Mittelpunkt im dörflichen Leben. Ende des Monats soll er schließen. Die Gründe dafür teilte der Betreiber auf Anfrage von Muldental TV mit. Unternehmerisch ist eine Schließung immer das Letzte, was man will, aber am Ende müssen wir in diesen turbulenten Zeiten für eine gesunde Gruppe jede Filiale an ihren Kennzahlen messen. Leider ist die Entwicklung des Standortes in den vergangenen 2 Jahren, gepaart mit den Steigerungen bei Energie, Einkaufspreisen und Personalkosten, negativ. Wenn man dann einen Ausblick auf die bevorstehende Zeit nimmt, darf man dann nicht einfach zusehen, sondern muss handeln. Auch die Kundenanzahl ging stetig zurück, wodurch unser Frische-Konzept mit Fleischtheke und Obst und Gemüse nicht mehr darstellbar gewesen ist. Die Summe dieser Dinge hat uns in letzter Instanz zur Schließung veranlasst. Nah und gut ist für die Menschen, die hier leben, mehr als nur ein Spruch. Das ist eine ganz schlimme Sache für die gesamte Bevölkerung unserer Gemeinde, unseres Ortes, vor allen Dingen für die älteren Bürger unseres Ortes, da die ja überhaupt keine Gelegenheit mehr haben, zum Einkaufen zu kommen, da ja auch vor Jahren schon unsere Linienbuslinie gestrichen wurde, aus Sparsamkeitsgründen. Warum die nicht wieder eröffnet wurde, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich völlig unverständlich. Unsere älteren Bürger haben keine Gelegenheit, in die Stadt zu kommen. Die müssten früh um 7 mit dem Schulbus fahren. Der fährt nur in der Schulzeit, nicht in den Ferien. Also ist dementsprechend für die älteren Bürger unseres Ortes hier zappenduster. Ja, ich würde mal sagen, es ist mal schnell, dass man mal hier schnell rübergefahren ist, wenn man irgendwas gebraucht hat. Gerade weil auch der Fleischer mit drin ist und alles und Bäcker. Auch wenn ihr jetzt gerade was für die Kleben bräuchte oder so, ist man schnell hier und man hat es dann halt auch gleich. Wir kommen ja nirgends mehr hin. Wir sind ja Ende 90 und damit ist dann bei uns hier Schluss.
Die Emotionen im Krimaer Ortsteil der Weitschen kochen hoch. Die oft beschworene Förderung des ländlichen Raumes ist für sie nicht greifbar. Den Leuten wird nicht zugemacht. Wir Rentner hier ringsum, wir sind froh, wenn wir den noch haben. Heutzutage mit dem ganzen Verkehr und so weiter und den teuren Spritpreisen werden wir ein bisschen in die Stadt einfahren sollen. Und hier haben wir den Laden daheim. Das ist nicht in Ordnung, was wir machen wollen. Was sorgen, dass diese Verkaufsstelle nicht geschlossen werden kann, da ich zu Hause einen behinderten Mann habe. Deswegen jetzt meine Arbeit frühzeitig beendet habe, da ich ihn zu Hause pflegen muss. Und hier die Busverbindung von Dürrweitschen so gut wie gar nichts klappt und ich den Mann nicht 4 Stunden alleine lassen kann, damit ich irgendwann mal mit dem Bus in eine Stadt fahren kann, wo ich nicht vor 00:30 zurückkomme. Ja, weil man gar keine Busverbindung oder so etwas hat hier in Dürrweitschen. Das ist alles abgeschafft worden und so braucht man schon auch Lebensmittel. Und viele können kein Auto fahren und müssen hier bleiben und alles. Und wie soll man dann hier weiterleben? Die Dürrweitschener ringen um ihren Markt. Sie sammeln Unterschriften für dessen Erhalt. 400 seien es schon, erzählen sie. Und auch die 4 Angestellten plus Aushilfe wünschen sich den Erhalt ihres Arbeitsplatzes am Ort. Kompletter Einbruch. Wir sollen alle woanders aufgeteilt werden, würden aber lieber hier bleiben, weil hier das Herzliche ist. Diese ganze Zusammenkunft mit den Kunden ist hier ganz anders, wie wenn man in einem großen Markt drin ist. Und wir unter uns Kollegen harmoniert halt auch perfekt. Von der Mitteilung der Schließung des Marktes in Dürrweitschen war auch die Stadt Krimma überrascht und betroffen. Ja, die Entscheidung des jetzigen Betreibers, die Verkaufsstelle zu schließen, die hat uns auch überrascht. Wir waren insofern involviert, aber vor 2 Jahren ungefähr, als der Altbetreiber bzw. auch Alteigentümer, der wollte das ja schon mal zumachen und der war dann mit der Bitte an uns herangetreten, nachdem wir da interveniert hatten, das Grundstück zu kaufen. Und wir haben uns da auch auf den Weg gemacht. Da muss jetzt eigentlich nur noch eine Grundstücksgrenze festgelegt werden. Das liegt beim Notar. Und dann wollte er das eben noch weiter betreiben. Er hat sich, muss man ehrlicherweise sagen, nie festlegen lassen. Und hat nicht zu mir gesagt, Herr Berger, ich mache das noch 5 Jahre oder 10 Jahre. Er hat ja auch in gewisser Weise Wort gehalten. Er hat es ja 1,5, 2 Jahre weiter betrieben. Und hat das dann aber, das wussten wir auch nicht, an einen anderen Pächter übertragen. Und der hat jetzt eben wohl vor, zum Ende Juli das zu schließen. Ich habe den noch angerufen, habe gesagt, Mensch, was ist denn? Wir haben uns doch auf den Weg gemacht, wir wollen uns doch kaufen und Pacht und so weiter. Und da hat er dann zu mir gesagt, selbst wenn Sie es auf Pacht null stellen, die Energiepreise und die Mindestlohnanforderungen, die würden die Sache einfach unwirtschaftlich machen. Und das ist eigentlich das bittere Ergebnis. Ich habe auch mit der Obstland gesprochen, weil die einen Hofladen zugemacht haben. Weil vor 2 Jahren schon mal im Raum stand, vielleicht durch einen gemeinsamen Betrieb von Hofladen und der Verkaufsstelle, das für die Leute zu erhalten, weil das ja doch eine soziale Funktion hat. Ich weiß es nicht, ob das Sinn macht. Ich habe mit dem Morgen nochmal, will ich nochmal telefonieren mit der Obstland. Habe auch andere potenzielle Interessenten angerufen, von denen ich dachte, dass sie interessiert sind, aber die haben es alle abgelehnt. Man muss ja einsehen, aufgrund der aktuellen Situation, Inflation, Wirtschaftsgeschehen, generell Ukraine-Krise. Die Leute sind einfach alle verängstigt. Die Umsätze brechen wirklich ein. Die Energiepreise gehen massiv nach oben. Da hängt eine große Kühlzelle dran. Also rein wirtschaftlich kann das schon so sein, dass es unwirtschaftlich ist. Die große Goldgrube war das sicher nie. Und das ist eine ganz blöde, unangenehme Situation. Aber man kann das ja auch nicht dauerhaft subventionieren. Wer soll das tun? Guter Rat ist teuer für die Abwendung der Schließung. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Dass das hier erhalten bleibt halt, ne? Dass ich vielleicht in Sachen, was die ganzen Kostenexplosionen jetzt angeht, dass man da vielleicht doch wieder zurückschrauben kann oder wie auch immer. Unser Hauptmerk ist jetzt eigentlich, dass wir hier vielleicht einen neuen Betreiber finden, der den ganzen Laden übernimmt, wo auch die Stadt dahinter stehen würde, die denjenigen auch unter die Arme greift. Und ja, dass wir halt hier bleiben können, dass wir für die Kunden weiterhin hier da sind. Könnte er Wünsche erfüllen, der Markt, würde er sich wünschen, dass durch die oft gepriesene Förderung des ländlichen Raumes die Schließung des Marktes ausbleibt. In den Niederlanden kam es zu verstärkten Protesten von Bauern. Das hat seine Gründe. Gestiegene Preise, Düngemittel zum Beispiel und zu wenig Verdienst. Das betrifft auch die Bauern hier bei uns in der Region. Sie solidarisierten sich jetzt mit den Niederländern und zwar mit einem Protest auf der Brücke auf der A14. Rund 20 Landwirte aus dem Leipziger Land, Nordsachsen und Mittelsachsen versammelten sich am Nachmittag des 8. Juli zu einer spontanen Protestaktion auf der Autobahnbrücke bei Krottewitz nahe Nerschau.
Grund dafür die sich zuspitzende Situation der Landwirtschaft, vor allem in den Niederlanden. Landwirte, die sich nicht an die neuen gesetzlichen Regelungen im Bereich der Düngung halten, sollen sogar zwangsenteignet werden. Also so, dass wir wollen wir in Solidarität zeigen zu den holländischen bzw. europäischen Bauern, die gerade für ihren Berufsstand kämpfen. Das letzte Eklat, dass zum Beispiel auf holländische Bauern oder Demonstranten geschossen wurde, hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und deswegen stehen wir heute solidarisch hier, weil man sollte nie den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Und das ist nun mal die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft trägt dazu bei, dass wir alle nicht hungern müssen, dass es uns gut geht. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen wollen wir heute einfach mal Flagge zeigen und einfach auch mal Danke sagen. Die Auflagen für Landwirte steigen. In Deutschland sind ähnliche Verordnungen angekündigt, die jedoch die Arbeit der Landwirte einschränkt und die Qualität und Quantität der Erträge mindert. Ja, wir kämpfen ja schon aktuell seit 2-3 Jahren für unseren Berufsstand und es ist ja so, dass immer mehr Auflagen kommen, immer mehr Unsicherheiten entstehen und wir ja gar nicht am Ende wissen, wie wir etwas machen sollen, dass wir eben auch noch gewinnbringend produzieren müssen oder produzieren. Wir sind nicht gegen Umweltauflagen oder sonst irgendwas, wir wollen einfach unseren Beruf ausüben, so wie wir ihn gelernt haben und wir haben die Praxis, wir sind aus der Praxis und dort müssen wir irgendwo hin. Aus diesem Grund stehen sie hier gemeinsam ein. Also es ist so, dass wir Solidarität zeigen wollen zu den holländischen Bauern bzw. spanischen und auch italienischen, die gerade für den Berufsstand einstehen. Die holländische Regierung hat es ja wie die deutsche vorgemacht, dass noch mehr Auflagen die Landwirte erreichen und wir am Ende noch weiter abgestoßen werden. Und das, der Eklat am Ende war ja, dass die Polizei dort in Holland schon auf Traktoren geschossen hat. Und das geht eigentlich gar nicht, finden wir. Und deswegen stehen wir heute solidarisch zu den holländischen Bauern, die für ihren Berufsstand kämpfen und vor allen Dingen auch für den Beruf, die Berufung Landwirtschaft. Dies passiert auch nicht nur in spontanen Protestaktionen wie hier. Der Austausch mit dem Staatsministerium wird oft gesucht. Erst im März war Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zu Besuch im naheliegenden Kannewitz, um in Austausch mit den Landwirten zu treten. Diese benötigen dringend Reformen, die jedoch auch praxisnah und umsetzbar sind. Ein weiteres Zeichen für den Berufsstand wurde hier auf der Brücke über der A14 gesetzt. Ich habe Ihnen ja vorausgesagt, wir haben eine Ausstellung für Sie, die wir Ihnen zeigen möchten. Und diesmal sind die Kinder die Künstler. Sie malten ihre Helden. Udo Richter war für uns vor Ort. Der folgende Beitrag wird präsentiert von Maler Aurig. Unsere Malerfirma bietet Ihnen ein breites Spektrum an Leistungen rund um das Thema Fassadengestaltung, Raumgestaltung und darüber hinaus an. Seit dem 2. Juli läuft in der kleinen Galerie St. Georg in der Hospitalkapelle in Grimma eine neue Ausstellung. Die Gedanken sind frei, heißt sie, und zeigt Kinderzeichnungen aus den Jahren 1978 bis 2022. Es geht darum, malerische Prägungen von Kindern aufzuzeigen oder von Kindern aufzuzeigen, die in verschiedenen politischen Systemen groß geworden sind. Und man eben zeigen möchte, dass ästhetische Bildung für jedes Kind grundlegend wichtig ist und dass es darum geht, dass Kinder zeichnen, malen aus reiner Freude heraus, ohne sich vorher über irgendwelche politischen Hintergründe Gedanken zu machen. Sie malen daraus aus ihrer intrinsischen Motivation heraus und daraus entsteht Kunst und die verschiedensten Arten von Kunst. Und wenn man jetzt aber schaut, das politische System zu DDR-Zeiten und heute, dann kann man schon sehen, dass Unterschiede aufgezeigt werden, die natürlich auch durch die unterschiedlichen Bildungspläne von früher und heute dargestellt werden. Und man kann das dann hier an den verschiedenen Bildern sehen und nachlesen. Die Idee zu ihrer ersten Ausstellung kam Nicole Hoffmeier und Conny Naumann durch einen Zufall. Die Mutter hatte ihre Bilder gefunden und ihr übergeben. Und ich bin kurz vorher umgezogen und hatte auch meine Bilder aus Kinderzeiten in der Hand. Und wir sind beide in der DDR im Kindergarten gewesen. Und dann hatten wir einen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen, haben uns getroffen und haben unsere Bilder gegenseitig ausgetauscht und angeschaut. Und dann haben wir beide bemerkt, aha, hier sind viele Ähnlichkeiten. Also der Volkspolizist oder eben die Matroschka, die wir beide unabhängig voneinander gestaltet haben.
Und oder ich gehe mit meinem roten Fähnchen zum 1. Mai. Das haben wir beide unabhängig und in unterschiedlichen Städten entstehen lassen. Und dann haben wir uns gefragt, ist das aus uns heraus entstanden? Was steckt dahinter? Und wenn man das weiterspielt, dann denkt man darüber nach. Also ich bin selber Erzieherin. Gut, man sieht den politischen Einfluss von früher, aber wie nehme ich Einfluss auf die Kinder heute? Sicherlich auch, aber eben in einer anderen Art und Weise. 59 Werke kleiner Künstler zeigt die Schau. Ergänzt werden die Bilder um Auszüge aus den jeweiligen Bildungsplänen. Der Vergleich der malerischen Prägung von Kindern von damals zu heute lohnt. Also wir arbeiten ja so, dass wir die Kinder beobachten und schauen, was liegt im Interessenfeld der Kinder. Was ist für die Kinder wichtig? Und wenn wir die Kinder beobachten, dann entstehen viele unterschiedliche Bildungsthemen, die für die Kinder relevant sind. Und wir als Pädagogen haben die Aufgabe, die Kinder zu beobachten und daraus entstehen dann Bilder. Was wir stellen, ist das Material und den Raum. Und dann schauen wir, was entstehen kann. Und natürlich geben wir auch den Kindern Hinweise zu sagen, gut, schau mal, so kann es aussehen, aber so muss es nicht aussehen. Ja? Die kleine Galerie St. Georg in der Hospitalkapelle in Grimma öffnet jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Termine außerhalb dieser Zeiten können telefonisch abgesprochen werden. An den Wochenenden gibt es auch Mitmachangebote. Ja, also wir werden die ganze Zeit für Gäste, wer möchte groß oder klein, Papier und Farbe zur Verfügung stellen, sodass man sich vielleicht hier inspirieren lässt oder mit einem kleinen Thema seiner Wahl sich hier verewigt. Ist da vielleicht schon die nächste Ausstellung in Planung? Ha, ich bin ganz sicher, dass große Kunst entstehen wird, ja. Die aktuelle Ausstellung »Die Gedanken sind frei« läuft noch bis zum 31. Juli. Das Leben auf dem Dorf hat auf jeden Fall Zukunft. Das sagt man zumindest in Amelsheim. Dort gab es eine Dorfbegehung. Wir waren selbstverständlich für Sie dabei. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Kadik und Kadik, Ihrem Abschlepp- und Bergungsdienst. 24 Stunden am Tag. Auch in Amelsheim lautet das Motto, unser Dorf hat Zukunft. Davon wollte sich auch die Jury des Landkreises Leipzig unter Leitung von Gesine Sommer, der Leiterin der Wirtschaftsförderung im Landratsamt, überzeugen. Man traf sich vor dem Dorfgemeinschaftshaus in entspannter Atmosphäre. In den oberen Räumen dann das gewohnte Prozedere. Die Jury stellte sich vor. Seitens des Dorfleben e.V. Amelsheim stellte Frau Sitta Schmeil die Vertreter aus dem Ortschaftsrat und dem Schlossverein vor. Für die Bürgermeisterin Anna-Luise Konrad von Naunhof, dessen Ortsteil Amelsheim ist, war es mehr als selbstverständlich, an diesem Termin mit von der Partie zu sein. Nach dem ersten Teil im Dorfgemeinschaftshaus ging es dann nach draußen. Weit war der Weg nicht bis zum Feuerwehrgerätehaus, das aus jüngster Vergangenheit stammt und alle Bedingungen für die Brandbekämpfung durch die Kameradinnen und Kameraden erfüllt. Gleich dahinter die Bikerscheune. Unter der schmucken Holzfassade verbirgt sich der alte Dorfkonsum, der eigentlich abgerissen werden sollte. Mit viel Liebe und eigenem Geld wurde daraus der Treffpunkt der Motorradfahrer des Ortes. Weiter ging es zum Schloss, das heute eine gepflegte Wohnanlage ist. Der Weg bis dahin war mehr als weit und steinig. Umso mehr hat es sich für das Schloss, die Gemeinde und die Bewohner gelohnt. Über die Pappelallee ging es weiter zur Bäckerei Wolf. Bis dorthin reihen sich die Neubauerngehöfte, die nach 1945 entstanden sind. Eine besondere Rarität stellt ein Gehöft dar, das fast noch in seiner ursprünglichen Form und in einem hervorragenden Zustand erhalten ist. In der Bäckerei begrüßte die Chefin des Hauses, Manuela Wolf, die Dorfspaziergänger. Seitens der Jury gab es Fragen zur Größe und Anzahl der Mitarbeiter und ob ausgebildet wird. Sie verwies darauf, dass zurzeit ein Auszubildender als Bäcker im Unternehmen ist. Im Weiteren hatte der jüngste Sohn seine Meisterprüfung in diesem Handwerk vor kurzem bestanden. Dann das nächste Highlight. Für die nächste Wegstrecke stand ein Robro-Bus zur Verfügung. Über den Sportplatz, wo demnächst wieder ein Oldtimer-Treffen stattfinden wird, ging es weiter zum Tauchsportclub am ehemaligen Steinbruch zu Amelsheim. Empfangen wurde die Delegation vom Professor Dr. Klaus Bauernfeind, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Landestauchsportverbandes Sachsen e.V. und Leiter der örtlichen Tauchgruppe.
Über die Idylle am See braucht man keine Worte zu verlieren. Über die Ausbildung der Taucher schon. Für alle Jurymitglieder gab es am See etwas zu sehen. Letzte Station der Rundreise war die Dorfkirche. Ständiger Begleiter und für alle Fragen zur Historie war Andreas Klöter, der Dorfhistoriker. Das Duo B. Isabel und Bernd Brückner umrahmten den Besuch mit einer musikalischen Darbietung. Im Inneren der Kirche, die wie viele Gotteshäuser in den vielen Jahren immer wieder restauriert wurden, ging es um die Feigen im Turm und um den Ursprung als romanische Kirche. Den Abschluss bildete das Duo B mit dem Lied von Amelsheim. Amelsheim, Amelsheim, vom Wald umgeben, so weit das Auge blickt hinaus. Heimatdorf, dir gilt mein Streben, denn dort steht mein Vaterhaus. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Egal ob Muldentalhalle Grimma, Arena Leipzig oder Waldbühne Berlin. In unserer Eventim-Vorverkaufsstelle im Studio von Muldental TV können Sie Karten für alle bundesweiten Veranstaltungen kaufen. Von Rockkonzert bis Oper, von Musical bis Festival, von nationalen bis hin zu internationalen Stars. Da bleiben keine Wünsche offen. Wir beraten Sie gern in unserem Studio Lange Straße 3 in Grimma und suchen Ihnen die besten Plätze für Ihre Wunschveranstaltung. Ja, die Politik macht ja bald Sommerpause in Grimma, zwar nicht so richtig, weil es noch einen Sonderstadtrat geben wird, aber der Stadtrat im Juli hatte auch einiges zu entscheiden. So zum Beispiel die kommissarische Besetzung der Grimmaer Feuerwehrwehrleitung. Die letzte Stadtratssitzung in Grimma vor der Sommerpause startete mit der Bestellung der kommissarischen Wehrleitung der Ortsfeuerwehr Grimma. Aus gesundheitlichen Gründen bat der Wehrleiter der Ortsfeuerwehr Grimma, Jan Tischer, um Beurlaubung vom Amt des Wehrleiters. Um Neuwahlen im Herbst in Ruhe vorbereiten zu können, ist es notwendig, mit Zustimmung des Stadtrates eine Bestellung der Wehrleitung vorzunehmen. Die kommissarische Wehrleitung übernimmt Michael Hennig. Zum ersten Stellvertreter wurde Max Richter und zum zweiten Stellvertreter Mirko Klaus beauftragt. Durch den Tod des Stadtratsmitgliedes Dr. Thomas Zeidler, Bürger für Grimma, Allianz Stadt und Land, ist dessen Sitz im Verwaltungsausschuss unbesetzt. Aus diesem Grund beschloss der Stadtrat Grimma den Widerruf der bestehenden Besetzung mit sofortiger Wirkung. Zukünftig wird dieses Mandat an Stadtrat Andreas Wittig übertragen. Die Stellvertretung soll Stadtrat Hans-Jörg Dersin übernehmen. Gleiches gilt auch für den Sitz im Sozialausschuss. Auch hier muss der Sitz von Dr. Thomas Zeidler neu besetzt werden. Zukünftig wird dieses Mandat Ramona Müller ausüben. Die Stellvertretung wird durch Hannelore Plasko übernommen. Zudem beschloss der Stadtrat Grimma Andreas Wittig, auch aufgrund des bedauerlichen Todes von Stadtrat Dr. Thomas Zeidler, als Vorstandsmitglied der Stiftung St. Georgen Hospital zu bestellen. Nach den Hochwasserereignissen im Ahrtal 2021 hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz im September 2021 die technischen Rahmenbedingungen für die Förderung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung auf den Weg gebracht. Für den Freistaat Sachsen wurden insgesamt rund 4.290.000 Euro zur Verfügung gestellt. Auf den Landkreis entfallen hiervon ca. 265.000 Euro. Die große Kreisstadt Grimma hat 4 Sirenenanlagen zur Förderung eingereicht, wovon 3 bewilligt wurden. Nach der Priorisierung der Auswahl der Sirenenstandorte werden die Mittel für die Anschaffung und Errichtung von Sirenen in Kössern, Döben und Kleinbooten zum Einsatz kommen.
Auch der Satzungsbeschluss des vorzeitigen Bebauungsplanes Fischerlebniswelt Göttwitz in der Fassung vom 10. Mai 2022 stand auf der Tagesordnung. Im Vorfeld wurden dazu die Abwägungen der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander geprüft und beschlossen. Die Abwägungsergebnisse wurden in der Satzungsfassung des Bebauungsplanes und in die Begründung eingearbeitet. Nunmehr wird der Bebauungsplan beim Landratsamt Landkreis Leipzig zur Genehmigung eingereicht. Nach der ortsüblichen Bekanntmachung der Genehmigung erlangt der Bebauungsplan dann Rechtskraft. Die nächste Sitzung des Stadtrates findet außerplanmäßig am 4. August 2022 und regulär dann wieder am 15. September statt. Ja, für den einen oder anderen von Ihnen heißt es vielleicht spätestens im Herbst oder im Winter, sich neu auszustatten. Da haben wir einen Tipp für Sie, Möbelvogt in Borna. Wie das jeder zu Hause kennt, ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo man was tun muss. Sei es eine Wand streichen, sei es einen neuen Fußboden reinlegen, ein neues Sofa kaufen oder eine neue Küche. Und wir im Handel sind ja nun immer die, die Vorreiter sein müssen. Dass der Kunde sieht, wenn er das erste Mal losgeht und das Interesse oder der Bedarf einfach da ist, was Neues sich zuzulegen, dass hier alles so ist, wie die aktuellsten Versionen sind. Dementsprechend müssen wir natürlich immer schon weit dem voraus sein, was normalerweise beim Endkunden zu Hause steht. Man kann eigentlich mit Funk und Recht behaupten, dass die aktuellste Möbel- und Küchenausstellung zu sehen ist, die Sie weit und breit sehen können. Da sind teilweise schon Trends von den nächsten Messen mit eingeflossen. Wir haben uns einfach das Herz gefasst und haben gesagt, wir müssen jetzt hier tun. Und wenn wir es dann machen, haben wir gesagt, wir machen es dann richtig, dass wir wirklich linear für die nächsten Jahre, vielleicht sogar für ein Jahrzehnt, einfach erstmal aktuell sind. Zumindest was jetzt den Raum oder die Einteilung der Möbel, der Möbelräume betrifft, die Möbel an sich und die Muster, die werden natürlich fortlaufend aktualisiert, das ist ja klar. Aber die Grundlagen sind dafür geschaffen, dass die Räume so gestaltet sind, dass wirklich alles top aktuell ist. Das bedeutet nicht, dass alles neu ist, das bedeutet nur, dass auch vorhandene Farben und Materialien anders kombiniert werden. Also viele Farben, die in der Ausstellung stehen, gibt es schon relativ lange, also langfristig, aber man kombiniert die mit anderen, bei der Küche zum Beispiel mit anderen Arbeitsplatten, die Elektrogeräte haben sich aktualisiert und beim Polstermöbeln ist es ja auch so, dass ein Sofa bleibt, das ist ja nichts, wo man was Neues erfinden muss, aber der Stoff ist anders, die Funktionen, die man vielleicht kriegen kann, sind anders, die Sitzhöhen gibt es mehr Möglichkeiten in der Auswahl, vielleicht ein paar andere Maße, dass man da einfach gucken kann, was betrifft, was brennt bei mir, wo habe ich jetzt jahrelang drauf verzichtet, was ich aber eigentlich immer wollte. Und da sind wir jetzt auf den Punkt angekommen, wo man einfach sagt, jetzt ist es so aktuell, wie es sein kann. Natürlich ist es so, wenn man so einen Umbau gemacht hat, dann ist die Industrie mit dem Boot. Und da gibt es natürlich dann nicht bloß für den Abverkauf, für den Umbau Nachlässe, für die Bestellzeiten, sondern auch für die Wiedereröffnung, in der wir uns jetzt gerade befinden. Also es lohnt sich absolut, dass man uns besuchen kommt und seine Wünsche dann einfach sagt. Und die Serviceleistungen sind ja eigentlich wichtig oder sind wichtig, ein wichtiger Fakt bei dem ganzen Thema. Das wissen hoffentlich die meisten. Ich sage es trotzdem nochmal, dass wir liefern, wir montieren, wir kommen abmessen. Sie kriegen den Stromplan für das, was geändert werden soll, kann oder muss. Und wir entsorgen das Altmöbel, also sei es Küche, sei es Wohnmöbel, wenn Sie wollen, auch vorfristig. 14 Tage, 3 Wochen eher, dass Sie in leeren Räumen renovieren können. Das ist ja auch ein Thema, was vielen bei der Abwicklung einfach hilft. Und
bieten dazu noch die 0% Finanzierung an. Also wir bieten hier unserem Endkunden, davon bin ich fest überzeugt, das beste Rundum-Sorglos-Paket für den Service-Part, was sie weit und breit kriegen kann. Die Papierfabrik in Dresden wird ja immer noch heiß diskutiert, aber sie tut auch einiges. Diesmal haben wir eine Information der Papierfabrik zu dem Thema Energie und Klima und Nachhaltigkeit. Der Papiermacher von Trebsen. Hallo, ich grüße Sie. Ja, nicht der Papiermacher, sondern der Werkleiter von der Papierfabrik in Trebsen. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Wir haben ja schon oft über die Planungen für die Erweiterung Ihres Werkes geredet. Mhm. Erweist man da der Umwelt nicht einen Bärendienst? Naja, dass der Markt einen ständig steigenden Bedarf an Kartonagen und für immer neuere Anwendungsfälle hat, das ist die eine Seite. Und genau diesen Bedarf decken wir in Trebsen, indem wir aus Altpapier neues Papier herstellen. Wir wirtschaften also im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig und ressourcenschonend. Und im Übrigen ist die Papierindustrie mit einer Recyclingquote von etwa 78% heute schon ein Vorzeigemodell für die Kreislaufwirtschaft. Also das heißt, jedes Jahr werden in Deutschland knapp 14 Millionen Tonnen Altpapier wiederverwendet. CO2-Ausstoß ist ja auch auf jeden Fall immer ein Kriterium. Ein größeres Werk verursacht mehr CO2-Ausstoß. Schlecht für die Umwelt? Naja, da ist es eben so, dass der eigentliche Kernprozess, die Papierherstellung, auch heute in Trebsen schon fast frei von CO2-Emissionen abläuft. Ach, wieso? Die Pflanzen nehmen CO2 aus der Umwelt auf und der Kohlenstoff wird in den Fasern gespeichert. In unserem Fall eben in den Holzfasern. Und da verbleibt er, auch wenn die Fasern wiederverwendet werden. Das Ganze wird erst frei, wenn die Fasern verwittern, im Komposthaufen, im Garten, oder wenn man Holz verbrennt. Und beides machen wir in Trebsen nicht. Ja, wo ist denn der Haken? Ja, das gilt eben leider noch nicht für die benötigte Energie und für die Betriebslogistik. Energie brauchen wir, um die Anlagen zu betreiben und um das Papier zu trocknen. Und ein CO2-freies Kraftwerk gibt es leider noch nicht. Wir wissen aber, dass wir bei den Staplern auf andere Antriebe setzen könnten. Und die CO2-Minderungsziele in der Transportlogistik sind ja auch schon mit klaren Terminen versehen. Und es ist richtig, wenn wir am Ende des Tages zu dem Schluss kommen, dass wir das Projekt in Trebsen umsetzen können, dann würde man in Trebsen mehr Papier produzieren. Das heißt aber nicht unbedingt, dass der CO2-Ausstoß im gleichen Maße steigen wird, sondern erklärtes Ziel ist es, den spezifischen CO2-Ausstoß, also den Ausstoß pro Tonne Papier, spürbar zu senken. Und dafür suchen wir nach Lösungen und denken über neue Konzepte nach. Okay, das klingt ambitioniert. Na, das ist genau die Herausforderung. Da stecken wir viel Energie rein und viel Arbeit, indem wir auch über den Tellerrand hinausschauen. Wir schauen also gezielt in andere Branchen, wie geht man dort mit Energie um. Wir sind also Teil eines der größten Energieeffizienznetzwerke im Land und Teil der Initiative der Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke der Bundesregierung. Aber wie wollt ihr diesen enormen Bedarf an Energie decken? Nun, zum einen würden wir bei der Werkserweiterung auf bestverfügbare Technik setzen. Zum anderen werden wir eine gute Lösung für den Braunkohlestaub suchen. Wir werden mehr Biogas erzeugen, das werden wir im Werk unterbringen oder ausspeisen. Wir werden überall dort, wo es funktioniert, auf erneuerbare Energien setzen, ja, und die Antriebe der Staplerflotte austauschen. Und das sind alles wichtige und gute Dinge. Aber Hauptaufgabe und Hauptthema ist das Energiekonzept. Aber ihr braucht ja wirklich Unmengen an Energie, das ist ja bekannt. Na, wenn wir beide heute über Energie sprechen wollen, brauchen wir aber auch einen guten Vergleich. Was denken Sie denn, wie viel Papier ein jeder von uns pro Jahr verbraucht? Keine Ahnung. Kommt bestimmt eine ganze Menge zusammen. Naja, man findet leicht voneinander abweichende Zahlen, aber über meinen Verband weiß ich, dass es rechnerisch etwa 200 Kilogramm sind, die wir alle pro Jahr miteinander verbrauchen. Aha. Das ist nicht nur Verpackungspapier, sondern das sind eben alle Papiere, mit denen wir im Alltag umgehen. Und zur Herstellung von 200 Kilo Papier braucht man etwa 560 Kilowattstunden an Energie. Und das wiederum ist weniger, als würde man eine 70 Watt Glühbirne ein Jahr lang brennen lassen. Mhm. Und damit relativiert sich das doch ganz gut schon wieder. Und was bedeutet das für Trebsen? Wie lange würde da die Glühlampe leuchten? Ja, mit einer Glühlampe kann ich es dort nicht ausdrücken, aber um den Energiebedarf für die neue Papiermaschine decken zu können, brauchen wir etwa 150 Tonnen Dampf pro Stunde und 42 MW elektrische Leistung.
In dieser Zeit ist das Energieproblem ja nun nicht einfacher geworden. Wie wollt ihr denn das lösen? Naja, wir sind eben zur Deckung des Wärme- und Strombedarfs bisher mit einem herkömmlichen, wenn auch wasserstofftauglichen Kraftwerk ins Rennen gegangen. Die geopolitischen Folgen und die energiewirtschaftlichen Folgen der Ukraine-Krise setzen uns aber alle vor die Situation, dass die Zukunft de facto überhaupt nicht mehr planbar ist. Das heißt, die Energiekosten auch für uns beide sind der Zukunft sind nicht kalkulierbar. Also hinterfragen wir natürlich unser Konzept und fragen uns eben auch, ob man nicht auch andere Energieträger setzen sollte. Was könnten das für Energieträger sein? Wir denken an alles, was die vorgelagerten Netze hergeben. Also wir schauen uns wirklich jeden Energieträger an, wir schauen uns jeden Brennstoff an und denken eben unter den heutigen Rahmenbedingungen tatsächlich frei. Das heißt, wir drehen wirklich jeden Stein um und suchen ein neues Kernkonzept. Das klingt ja auf jeden Fall nach einer gewaltigen Herausforderung für die Papiermacher von Trebsen. Das stimmt. Und nochmal, wir wollen nach der Erweiterung mit zwei Maschinen in jedem Fall besser und nicht schlechter dastehen als heute. Und das macht so eine Standortsicherung und Werkserweiterung zu einer absoluten Mammutaufgabe. Vor der scheuen wir uns nicht, denn das, was wir vorhaben, ist gut für uns, gut für die Region, gut für Trebsen. Ja, nach dem heutigen Gespräch ist klar, auch gut für die Kreislaufwirtschaft und damit eben gut fürs Klima. Klingt nach einer Win-Win-Situation. Ja. Da müsste ich mir gleich mal ein paar Notizen machen. Hätten Sie vielleicht ein bisschen Papier für mich? Der Papiermacher kann aushelfen. Machen Sie gerne Notizen. Sie können aber auch gerne auf unsere Projektwebsite schauen. Die halten wir aktuell. Sie können sich die Newsletter anschauen, die wir rausgeben. Oder Sie kommen mit Ihren Fragen zu unseren Planungsstammtischen. Vielen Dank. Kein Problem. Die Kunstradfahrer in Nerschau, die sind ja in der Region bekannt. Doch die Wettbewerbe in letzter Zeit, beziehungsweise in den letzten zwei Corona-Jahren, ja, hielten sich in Grenzen. Jetzt darf man wieder. Der folgende Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung der Raiffeisenbank Grimma. Ihr starker Partner für die Region und die Menschen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte nun Jürgen Eschke, Abteilungsleiter Radsport des Nerschauer SV, wieder zahlreiche tanzbegeisterte Sportler begrüßen. Getanzt wurde am Samstag, dem 9. Juli, aber auf dem Fahrrad. Zum 29. Mal veranstalteten die Radsportler ihren Gewerbepokal, zu dem über 30 Sportler aus insgesamt 4 Vereinen ihr Kommen zugesichert hatten. Gastgeber Nerschau, RV Germania 1904 Oberschindmaß, RFV 1900 Wiednitz und der ESV Lok Zwickau gaben sich so einstellig ein. Bevor es dann in den 14 Alters- bzw. Radsportklassen um Punkte und Platzierungen gehen sollte, durfte Nerschaus Kleinster auf die Sportfläche. Leopold, der erst seit kurzem auf dem Kunstrad trainiert, zeigte dem zahlreich erschienenen Publikum, unter ihnen auch Ortsvorsteher Steffen Richter, sein bisher Erlerntes. Dabei sparten die Zuschauer keinesfalls mit Beifall. Mit den Darbietungen der Schülerinnen der U15 wurde dann die heiße Phase des Wettkampfes gestartet. Für jede Starterin galt es in einer 5-minütigen Darbietung, ein vorweg eingereichtes Programm abzufahren. Nicht immer ist es für den ungelernten Zuschauer nachvollziehbar, für welchen Fehler nun gerade Punkte abgezogen wurden. Nicht immer ist ein Sturz oder eine Bodenberührung der Grund dafür. Und so konnten sie auf 2 Monitoren miterleben, für welche nicht gerade sauber ausgeführte Figur die Kampfrichter Punkte abzogen. Bei den Schülerinnen der U11 verpasste die Nerschauerin Magdalena Dörfelt nur knapp das Podest. Hier siegte Savannah Schmutzler aus Zwickau vor Fabienne Wolf, welche für Oberschindmaß startet, und der Zwickauerin Luna Pfleger. Ohne Konkurrenz starteten die Nerschauer bei den Schülern U11. Paul Lückow, Tim Block, Nils Weber und Silas Balthasar machten hier den Sieg unter sich aus. Dass die Kunst der Bewegung auf dem Fahrrad nicht nur als einer dargeboten wird, dürfte hinlänglich bekannt sein.
So startete Nerschau bei den Schülern U15 der offenen Klasse im Vierer ohne Konkurrenz. Mona, Hanna, Benjamin und Mika war somit der Sieg nicht mehr zu nehmen. Auch die Kunstradfahrer des ESV Lok Zwickau, die Sportler vom RV Germania Oberschindmaß und das Team Malte Jansen und Oskar Ehrlich vom Nerschauer SV hatten in ihren Zweier Konkurrenzen keine Gegner zu befürchten. Trotzdem stellten sie sich dem Kampfgericht und boten den Zuschauern eine hochwertige und sehenswerte Punkteshow. Stark besetzt sind in jedem Jahr die Vereine aus Oberschindmaß und Wiednitz. So hatte es der Nerschauer Richard Wittig bei den Schülern U15 gegen seine Kontrahenten aus Oberschindmaß nicht leicht. Mit einer eingereichten Punktzahl von 60,10 schub er sich am Ende mit nur 4,8 Punkten Abzug zwischen Jonas Locke und Albert Schlesier auf das Silberpodest. Die Schülerinnen U15, Nele Jansen und Jasmin Wittig, bekamen es hingegen mit drei Starterinnen aus Wiednitz zu tun. Hinter Annika Debritz und Laura Kade konnte Nele mit auf das Podest springen. Bemerkenswert auch die Darbietung der Wiednitzer Damen im Vierer Kunstradfahren. Das hat ja fast Weltniveau, war von einigen anwesenden fachkundigen Zuschauern zu hören. Und so reihte sich eine Altersklasse an die andere. Aus den Händen der Vizepräsidentin des Sächsischen Radfahrerbundes, Kerstin Bubnick, und Helene Helgert von der Fachschaft Hallenradsport des SRB sowie dem Abteilungsleiter Radsport des Nerschauer SV, Jürgen Eschke, empfingen alle Gewinner und Platzierte Pokale, Urkunden und Präsente. Wie zuvor schon in den 28 Jahren organisierten die Radakrobaten ein qualitativ hochwertiges Event, bei dem aber nicht nur Freude in den Gesichtern der Athleten zu erkennen war. Und bei fleißigem und beharrlichem Training wird man sicherlich in Zukunft weiterhin von den Nachwuchssportlern und ihrem Sportgerät hören. Das war schon wieder von der aktuellen Ausgabe des Regionalmagazins hier bei Muldental TV. Abschalten müssen Sie auf keinen Fall, denn es geht hier weiter mit der Bürgersprechstunde von Oberbürgermeister Matthias Berger aus Grimma. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Woche begrüße ich hier meine reizende Kollegin Astrid Sonntag. Bis dahin.